aber dann begrüße ich dich zur Pressekonferenz heute am 17.09. vor dem Spiel gegen Mainz und ich überlasse dir das Wort. Ja, herzlich willkommen vor dem dritten Auswärtsspiel in Reihe. Das hatten wir seit meiner Zeit bei DAC, in meiner Zeit beim DAC auch noch nicht. Aber ich bin natürlich momentan mega glücklich über die Art und Weise, wie die Mannschaft arbeitet in erster Linie, weil das ist das Wichtigste. Und in zweiter Linie auch natürlich über unseren Start, den ich noch nicht als absolut gelungen betrachten will, weil da habe ich gesagt, wir müssen wirklich die ersten 4, 5 Spiele abwarten, um tatsächlich zu sehen, ob die Ergebnisse dann stimmen. Aber natürlich haben wir mit allergrößter Freude registriert, dass wir auch gegen das absolute Spitzenteam aus Bietigheim gespickt mit Stars mithalten können und hochverdient dort auch letzten Mittwoch ein Unentschieden erzielt haben, was mich natürlich nicht nur vom Ergebnis her, sondern auch von der Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, wie wir gleichwertig waren, wie wir sogar in der Lage gewesen wären, bei 2 Toren plus in der zweiten Halbzeit vielleicht mit einem kleinen bisschen mehr Abgeklärtheit den Sack entsprechend zuzumachen. Aber wenn mir vor dem Spiel jemand gesagt hätte, dass ich in Bietigheim einen Punkt hole, ich denke, da hätte die ganze Mannschaft, inklusive all unsere Fans, das angenommen. Und mit größter Freude haben wir dann registriert, dass die Mannschaft in der Lage ist, in solchen Spitzenspielen gegen diese großen Gegner auch nicht nur den Kampf aufzunehmen, sondern auch spielerisch mitzuhalten. Und wenn das Ergebnis dann, und das stimmt mit diesem Unentschieden, dann auch okay ist, dann kann man natürlich sehr, sehr glücklich nach Hause fahren. Ich habe danach der Mannschaft gesagt, dass wir aus diesem Spiel ganz, ganz viel Energie ziehen können. Dass wir mit breiter Brust in die nächsten Spiele gehen können. Und mir ist bewusst, dass das uns auf eine richtig schöne Welle auch heben kann. Aber uns ist auch bewusst, dass wir enorm viel arbeiten müssen, weil das noch ein langer Weg ist, bis wir konstant auch so eine Leistung abrufen können. Wir haben bewiesen, dass wir in einem Spiel über 60 Minuten mit so einer Mannschaft mithalten können. Doch den Beweis, den wir sicherlich noch schuldig sind und wo wir auch vielleicht noch eine Zeit lang brauchen, ist, dass wir genau dieses konstant hohe Level nicht nur über 60 Minuten halten, sondern über Wochen, über Monate lang immer wieder auf die Platte bringen müssen. Ich denke trotzdem, dass wir mit dieser Mannschaft Geduld haben müssen, aber ich habe das Entscheidende schon gesagt, sie arbeiten sehr, sehr fleißig und darum macht es auch sehr viel Spaß. Sicherlich werden wir auch noch gegen kleinere Mannschaften Probleme kriegen. Wer die ersten beiden Spieltage in der Bundesliga beobachtet hat, hat gesehen, dass doch auch schon der eine oder andere Stolperer drin war. Ich denke da speziell an Metzingen in der ersten Runde gegen Oldenburg oder in Oldenburg und jetzt natürlich auch überraschenderweise Buxtehude in Halle. Halle, unsere Nachbarn, die ersten beiden Punkte eingeholt. Das ist natürlich für die eine schöne Sache und man sieht, die Liga ist voller Überraschungen. Es besteht immer wieder die Möglichkeit, auch mal auszurutschen. Und genau da müssen wir mit unserer Arbeit hinkommen, dass wir eine gute Konstanz in unser Spiel reinkriegen, um eben Woche für Woche die Leistung von Bietigheim, die schon wesentlich besser war als die von Ketsch, wiederholen können. Ja, wie schon gesagt, das dritte Auswärtsspiel jetzt hintereinander. Wir fahren nach Mainz und bei allem Respekt vor jedem Gegner wollen wir natürlich jetzt den Punkt von Bietigheim auch versilbern. Von Gold will ich nicht sprechen. Und wir müssen in diesem Spiel auch die Favoritenrolle annehmen. Mainz ist eine Mannschaft, die von Anfang an sicherlich gegen den Abstieg spielt, die speziell mit dem Weggang von Soffel und Platen im Rückraum auch nochmal in einen sauren Apfel beißen mussten, die aber durchaus anständige Ergebnisse in den ersten beiden Runden hatten. Ich habe mich besonders gefreut, dass Dangl, meine österreichische Nationalspielerin, 6 Tore in dem einen Spiel geworfen hat, Linkshänderin, die ich jetzt auch wieder fürs Nationalteam nominiert habe. Und ich freue mich auch da auf ein Wiedersehen. Und wir haben eigentlich ganz gute Erinnerungen an Mainz. Da haben wir letztes Jahr am ersten Spieltag ein herausragendes Spiel gemacht, hoch gewonnen. Und wir wollen jetzt nachlegen. Ich sage es nochmal, bei allem Respekt vor Mainz, wir müssen dort gewinnen. Wir wollen ganz gern, wenn man auf die Tabelle guckt, von diesem 5. Platz
wo wir momentan stehen, nach oben rutschen. Durch den Sieg von Bietigheim gestern gegen Blomberg haben wir die Möglichkeit, bei eigenem Sieg zumindest an Blomberg vorbeizugehen, wenn die Höhe stimmt, sogar an Bietigheim. Aber natürlich ist das alles jetzt erstmal so ein bisschen hin und her gerechnet. Gerade an den ersten zwei, drei Spieltagen kann man da noch nichts von einer konstanten Tabelle oder einer Tendenz sagen. Trotzdem, sage ich nochmal, müssen wir, um oben dran zu bleiben, die Punkte behalten, nicht nur am Sonntag in Mainz, sondern dann auch, und da schauen wir mit allergrößter Freude nach vorne, in unserem ersten Heimspiel gegen Rosengarten. Aber dazu mehr, glaube ich, nächste Woche. Ja, Mainz ist eine Mannschaft, die sicherlich über den Kampf, über die Mannschaft kommen wird, ähnlich von der Konstellation wie wir auch. Wir brauchen auch dieses Team, auch wenn sicherlich Marquetta herausragend war in Bietigheim, denke ich, können wir die Belastung, die Verantwortung auf viele Schultern verteilen. Und wir freuen uns auf das Spiel in Mainz. Wir freuen uns auf Sonntag und wir wollen ganz gern die nächsten beiden Punkte mit nach Hause bringen. Dankeschön. Danke.